Hallo zusammen bei 360 Grad. Heute sind wir im Freizeitpark in Tripsdrell und das mitten in den Sommerferien. Da ist natürlich einiges geboten, vor allen Dingen hier an der neuesten Attraktion, nämlich am Höhenflug, der jetzt eingeweiht wurde. Und man ist es ja schon gewohnt in Tripsdrell, dass es da immer wieder neue Spezialitäten gibt, Millionen Investitionen. Und dazu gehört eben jetzt auch dieser Höhenflug. Geht es bis zu 20 Metern in die Höhe. Und das Ganze ist nachempfunden dem Schneider von Ulm, der ja damals auch so ein Fluggerät vor mehr als 200 Jahren ins Leben rief und dementsprechend in Ulm dann testete und in die Donau flog. Das Ganze ist hier natürlich viel, viel sicherer, aber nicht weniger spektakulär. Und das schauen wir uns jetzt mal in aller Ruhe an. Apropos spektakulär, das wird jetzt auch langsam im Wahlkampf etwas spektakulärer, etwas turbulenter. Und vor allen Dingen auch beim Auftritt von Angela Merkel in Heilbronn konnte man das schon sehen. Da war natürlich einiges los. 7000 Zuschauer, die Kanzlerin erlebten, die da sehr, sehr spontan, aber auch sehr, sehr kämpferisch auftrat. Und da haben sie natürlich auch die lokalen Abgeordneten gerne gesonnt im Glanze der Kanzlerin, auch wenn man sonst mal nicht immer ihrer Meinung ist, wie beispielsweise der Hohenloher Abgeordnete Christian von Stetten. Am Ende konnte die Kanzlerin dann einiges mitnehmen, vor allen Dingen eine Buga-Gießkanne. Alles steht im Zeichen der Buga. Und ich glaube, sie war am meisten überrascht, dass man behauptete, sie habe auch einen grünen Daumen. Ob dem so ist, man wird es erfahren. Ja, im Hintergrund sieht man schon, was das Besondere hier an dem Höhenflug ist. Bis zu 50 km/h schnell, 30 Meter dann die Spannbreite. Und mit dem Steuerknüppel kann man dann dementsprechend individuell auch dafür sorgen, dass man sich dann letztlich und endlich überschlägt. Und da steht der Rekord bei 51 Überschlägen bisher. Man kann es aber auch etwas beschaulicher angehen lassen. Ja, alles andere als beschaulich ist die Situation im Gesundheitswesen. Da haben wir ja diese Woche drüber berichtet. Immer wieder gibt es Kritik, oftmals persönlich gefärbt. Aber es gibt eben auch kritische Stimmen von Ärzten und vom Pflegepersonal, die sich beschweren, aber natürlich anonym bleiben möchten. Und da hilft es nicht, wenn man immer nur beschwichtigt und sagt, alles ist gut. Wenn es um die Vorwürfe gibt von Betten auf dem Gang oder in der Notfallabteilung oder eben dann der starken Belastung des Pflegepersonals und der Ärzte. Man hat es auch gesehen bei den Demonstrationen und Äußerungen beim Besuch von Angela Merkel, als auch die SLK-Mitarbeiter Flagge gezeigt haben. Und solange man im Gesundheitswesen meint, man müsse mit einer schwarzen Null agieren, solange wird sich daran nichts ändern. Dabei sind eigentlich Millionenverluste, gerade bei den Krankenhäusern, eher Investitionen in die Gesundheit der Bürger. So, jetzt müssen wir das natürlich auch mal ganz persönlich testen, wie dieser Höhenflug abläuft. Und das Interesse ist natürlich groß genug. Das sieht man an den Warteschlangen. Und das Interessante an Tripsdrell ist ja auch immer wieder, dass man das wunderbar dekoriert hat und auch das Motto vom Schneider in Ulm mit aufnimmt. Aber das alles Entscheidende ist natürlich das Spektakel in der Luft. Und das schauen wir uns jetzt an. So, es geht natürlich relativ schnell ganz hoch im Haus und vor allen Dingen auch recht zügig zur Sache. Also da ist schon reichlich Action drin bei diesem Flügelsang. Das merkt man auch, wie hier von den Vorfällen daran gearbeitet wird am Überschlag. Also hier dieser Höhenflug, der hält tatsächlich Wort in Tripsdrell und bietet eigentlich diese Action und Turbulenz, die wir wahrscheinlich jetzt auch noch im Endspurt des Wahlkampfes erleben werden. Es sind ja noch 38 Tage, bis losgeht. Und darauf bereiten wir uns vor. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.